So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr wisst alle Bescheid, ein neuer Raid-Boss ist am Start, beziehungsweise kein neuer Raid-Boss, denn den gab es ja schon mal. Darkrai ist zurück. Nicht nur so, er ist zurück als Shiny, aber auch als Shiny gab es den schon mal. Aber da konnte ich nicht spielen und da man den auch nicht tauschen kann, habe ich natürlich keinen als Shiny. Deswegen freue ich mich besonders, dass der jetzt zurück als Shiny gekommen ist. Ich frage mich immer noch, warum. Ich habe mich beim ersten Mal schon gewundert, dass mitten im Jahr einfach Darkrai zurückkommt, anstatt an Halloween. Und das so was Besonderes zu lassen, wird er mitten im Jahr rausgeschmissen, wird jetzt schon wieder rausgeschmissen. Dann können wir natürlich später auch noch Viridium und Giratina mit Füßen bekommen. Statt sie die fliegende Made mal raushauen, dass die endlich als Shiny da ist, weil die nützlicher ist, kommt wieder die Fußmade raus. Also Niantic, ihr wisst, was ihr macht. Lugia fehlt immer noch. Dieser Wochenbonus, wo eine Woche lang Lugia da sein sollte, aber Lugia haben wir auch die meisten schon tausendmal. Ist auf jeden Fall sehr früh. Es ist sehr kalt. Der Ditchen ist sehr nüchtern. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zur Brücke der Technik. Kümmern uns mal ums Darkrai. Gucken mal, ob man Shiny abgreift. So, wir sind jetzt an der Brücke der Technik angekommen. Ich habe mal die Frisur noch ein bisschen gerichtet. Ne? Nicolas Cage, Hashtag, ihr wisst Bescheid. Guckt euch auch mal die Umgebung an, wie es hier aussieht. Ihr wisst ja, wenn immer eine Woche so ein Bonus-Raid-Boss da ist, sitzt immer die ganze Stadt voll. Hier habt ihr was, hier an der Brücke habt ihr was, da an der Brücke habt ihr was, da hinten im Auto fährt auch was. Also richtig genial. Heute früh war auch schon mächtig viel los. Ihr könnt also den ganzen Tag raiden oder warten, bis ein Raid kommt, der direkt vor eurem Haus ist. Könnt den mitnehmen. Richtig gemütlich. Und ich verweise wieder auf die GoTool-App. Denn da seht ihr wieder alle wichtigen Infos im Überblick am Start. Heftig, habe ich vorhin erst aktualisiert. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Stufe 5 Raids, seht ihr auch Darkrai vom 28. April bis 5. Mai. Weil jedes Mal gefragt wird, wie lange ist der jetzt da. Dann wird jedes Mal gefragt, was nimmt man denn so für Konda. Ihr seht hier die Konda aufgelistet. Sieht zwar alles comic-mäßig aus, aber ihr seht, nehmt einfach Kampf. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vor allem ist auch markiert, dass er shiny sein kann. Es stehen die WP natürlich da, dass das hier mit Wetterboost 2671 haben muss. Ohne Wetterboost 2136. Und wie immer könnt ihr hier bei Konda auf diesen kleinen Zettel tippen. Und wenn ihr da drauf gedrückt habt und geht in die Pokémon-Liste, guckt dir das an. Und du tust das hier reinkopieren. Dann listet dir das alle favorisierten Pokémon auf, die es dort in der Go-Kampfauswahl hatte. Und dann seht ihr schon, das sind die heftigsten Konda. Ich probiere es aber einfach direkt mit der Maromai-Armee. Und Meistergriff, den habe ich ja extra hochgezogen, weil bei meinem MMM, bei dem Togekiss, da sind extra andere Attacken drauf, weil ich den ja für die Hyperliga nehme. Ach, Superliga, ach, Meisterliga auf jeden Fall. So, wir gehen gleich mal in die Lobby. Gucken mal nach dem Raid, melde mich nochmal zurück, ob jemand einen Shiny hat. Und dann geht es noch um das Throwback-Event, also das Nostalgie-Event, was ja auch angekündigt wurde, was richtig heftig ist, den ganzen Mai lang. Aber, boah, drei Stück hintereinander. Ja gut, mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall einen Shiny gönnen. Da gebe ich mein Wort drauf. So, da geht's los, hoffe ich. Man nicht ablenken lassen hier von den Mädels im Hintergrund. Ne? Ihr seht, mit dem Meistergriff wird gekämpft. Der nimmt auch seine Betonklötze und schwattet ordentlich drauf. Ich bin ja gespannt. Ne? Das Shiny Darkrai sieht zwar jetzt nicht so besonders aus, also nicht so viel anders. Ist aber trotzdem ein cooles Pokémon. Das heißt, man kann natürlich 1000 Raids machen an einem Tag. Denn jedes Bonbon lohnt sich, jedes Darkrai lohnt sich, ein gutes lohnt sich. Anders als beim letzten, beim Demeteros, da habe ich ja wirklich nur den täglichen Raid Pass gemacht, weil das kommt ja eh irgendwann zurück als Shiny. Und wenn es dann wieder einen ganzen Monat da ist, was will ich jetzt da 1000 Raids machen? Und dann muss ich später nochmal 1000 machen, dann mache ich lieber einfach nur 2 und beim nächsten Mal 2 und dann habe ich einen 100er und einen
und ein Shiny und dann reicht das, weil so krass ist das ja nicht. Das ist schon krasser. Bin gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Mhm. Ne? Wieso? Glaubst du nicht an uns oder was? Ja, doch, aber hier, die fallen alle irgendwie die Mu. Aber hast du gesehen? 53.000, ne? Demeteros hatte was? 47.444. 47.000, brrr. Ja, wenn sie umfallen, dafür geht man ja nochmal neu mit dem nächsten Team rein. Wenn es noch ein Team gibt, nach dem Team. Ihr wisst, vor dem Team ist nach dem Team. Ne, andersrum, nach dem Team ist vor dem Team. Und ist doch schon bei der Hälfte. Wir haben hier noch 200 Sekunden übrig, 211. Fand ich übrigens auch interessant, weil in den ganzen Discord, Instagram, ich komme nicht auf den Namen, Telegram-Servern, gehen die Bilder rum, da steht auf jeden Fall da, mit 3 Personen ist es orange und mit 4 Personen ist es grün. Also richtig easy machbar. Jetzt habt ihr hier gesehen, bei GoTools, da ist es bei 3 Personen rot und bei 4 Personen rot, und zwar knüppelrot. Da wird es also viel, viel schwerer eingestuft. Deswegen musste man erstmal sehen, ob wir das überhaupt hinkriegen, wenn es selbst mit 4 Personen noch rot ist, aber... Ja, jetzt habe ich hier natürlich den Mist, jetzt habe ich trotzdem das Togekiss drin, was einfach nur eine Drecksattacke hat. Ich helfe dir. Ja, ich glaube, ich mache Flammenwurf einfach. Das ist ja eh gleich tot, meins, da kann ich auch einfach Flammenwurf machen. Am besten, man für sowas am besten immer irgendwie ein Team zusammenstellen und ein zweites Team zusammenstellen. Wenn das erste tot ist, switcht ihr rüber, nehmt das andere, dann geht euch nicht so viel Zeit flöten, wie wenn ihr jetzt zwischendurch nochmal alles beleben wollen würdet vom ersten Team, oder wenn ihr reingeht und nochmal extra Pokémon auswählen wollt, vor allem wenn ihr mit 2 Handys spielt, ist das sowieso eher stressig, bringt nichts, ist unpassend, wenn ihr da auswählen wollt. Wenn ihr ein Handy habt, könnt ihr das ja machen, aber mit 2 Handys eben nicht, da ist das wieder eine ganz andere Sache. Hier habe ich jetzt sogar ein schönes Lucario drin. Habe ich gestern mal auf den kleinen Accounts ein paar Sachen entwickelt, hochgezogen. Aber guck dir das an. Noch 105, 106 Sekunden übrig, also lächerlich. Da kannst du ruhig nach Hause gehen. Ich drücke hier mal in Ruhe durch. Guck mal, ob ein Shiny dabei ist. Hier ist auf jeden Fall keins. Hier ist auch keins. 21, 22, 88. Die werden wir jetzt aber alle fangen, in Ruhe fangen. Der Ditschen, der weiß natürlich wieder nicht, was ein Shiny ist. Und er hat natürlich eins. Welches denn? Siehst du, das linke. Das sieht anders aus als das. Ah, ja, das und da ist so ein komisches Glitzerzeichen dran, oben beim Namen. Und es hat ja eben voll gesprüht, Alter. Oder hast du nicht hingeguckt? Es kam so in den Bildschirm rein und hat so, seht mich an, gemacht. Das ist auf jeden Fall das Shiny, das heißt, wenn du bei dem... Wir können es mal kurz in die Kamera halten. Ja. Hier das Shiny mit 21,14. Sehr schön. Das kann der Ditschen jetzt mal fangen. Ganz easy. Du musst nämlich einfach nur eine gelbe Beere nehmen. Dann kriegst du doppelte Bonbons. Wirfst einfach einen Ball drauf. Dann ist das drin. Probier es mal aus. Glaub mir. Komm mal ein Stück hierher. Lieber nicht. Zeig's mal der Belegschaft, wie man das macht. Nicht die goldene, die gelbe. Och Mann, ich entlasse dich. Das bleibt sowieso garantiert drin. Er nimmt halt die goldene, er weiß halt, was gut ist, ne? Das ist draußen. Aber Shiny fängt man wohl einfach oder was? Das Shiny ist immer garantiert im ersten Ball drin. Warum gibt's nicht nur Shiny? Vor allem sage ich, das Shiny ist garantiert im ersten Ball drin und das ist auch im ersten Ball garantiert drin gewesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich was ganz anderes gemacht. Wir bewerten es trotzdem mal kurz, obwohl es natürlich schlecht ist. 15 Angriff hat es wenigstens. Straufhain. Ich fange noch kurz zur Überblendung hier den dicken blauen Wal und dann komme ich noch kurz auf das Throwback-Event zu sprechen. Und zwar sind das eigentlich Infos, die eigentlich schon jeder hat oder jeder kennt und was überall wieder gepostet wird. Und ich möchte dazu aber keine Extrasendung machen. Wir hängen es jetzt hier noch kurz hinten dran. Der ganze Mai über ist komplett voll auf jeden Fall mit Events, mit Challenges, mit Spezialforschung, mit Pokémon, mit besonderen Pikachu, mit Hüt, mit allem drum und dran. Wir wollen es uns mal kurz angucken. Ihr seht hier also vom 1. Mai bis zum 8. Mai gibt es also diese Kanto
Special Week, wenn man es so nennen will, wo es auch natürlich neues Shiny-Pokémon gibt, und zwar das Blutzug wird als neues Shiny eingeführt. Hier steht vermehrt, sind Sachen da wie Blutzug oder Chanera. Ihr habt exklusive Feldforschungen, Event-Boni hier, zweimal EP von Raids, zweimal EP von Eiern, zweimal EP fürs Fangen. Aus den 7-Kilometer-Eiern kommen mehr Pokémon, seht ihr alles hier schön dabei in der Liste. Ihr habt das Pokémon des Jahres aus der Kanto, das ist eigentlich das Glurak, deswegen gibt es dann Pikachu mit Glurak-Mütze in der Wildnis. Ob das Shiny sein kann, steht hier noch nicht. Wäre natürlich genial, dann wächst die Shiny-Pikachu-kostümierte Sammlung immer weiter und ihr kriegt eine besondere Spezialforschung, die ihr durchlaufen könnt, wo ihr am Ende ein Mewtwo bekommt. Richtig genial, also Mewtwo aus der Spezialforschung gab es auch noch nicht. Dann geht es natürlich weiter mit der Johto-Region. Wir machen das mal schneller hier. Ihr seht wieder vermehrt in der Johto-Spawns, was alles dabei ist, könnt ihr dann selber gucken. Dann gibt es Dummiesel als Shiny. Finde ich auch genial, obwohl das ja nur eins ist, was man auch nicht entwickeln kann. Bei Blutzug schon eher. Blutzug mein Favorit übrigens, weil es ja Generation 1 ist. Dann habt ihr wieder besondere Feldforschungen. Es gibt zweifachen Sternstaub von Raids sowie von gefangenen Pokémon. Ihr habt vermehrt aus den 7-Kilometer-Eiern besondere Pokémon. Auch viele, die shiny sein können. Dann ist Johto, die das Pokémon des Jahres ist. Was ist das? Nachtara. Deswegen trägt Pikachu einen Nachtara-Hut oder ein ganzes Kostüm. Und ihr kriegt aus der Spezialforschung ein Ho-Oh, was shiny sein kann, mit Erdbeben. Dann geht es natürlich weiter mit der Sinnoh-Region. Da gibt es dann ein Charmian als neues shiny Pokémon. Ihr habt wieder besondere Sachen. Eine Stunde Rauch, eine Stunde Glücksei, eine Stunde Sternenstück, besondere Pokémon wieder aus den 7-Kilometer-Eiern. Hier besonders Lucario dabei oder Cognodon oder, wenn die ganzen englischen Namen immer dastehen, Gibbel, also Kaumalat, auch dabei. Pokémon des Jahres, Lucario, also Pikachu mit Lucario-Hut, und ihr könnt ein Cresselia aus der Spezialforschung bekommen. Dann haben wir noch Höhen. Da geht das Ganze natürlich mit den Höhen-Pokémon. Ihr habt ein Eneko, heißt das? Ja. Eneko als neues Shiny eingeführt, auch wieder zwei Stück dann sozusagen. Die halbe Distanz für Eier, die halbe Distanz, um Buddy Candies zu earnen, wie es hier steht. Ich glaube, die Boni werden immer weniger. Am ersten war es richtig heftig mit überall fette EP. Jetzt hier nur ein bisschen so. Habt ihr wieder besondere Spawns, besondere Eier, dann habt ihr Rayquaza, das Pokémon des Jahres, was ihr auch hier mit Pikachu als Hut bekommen könnt, Groudon aus der Spezialforschung. Das ist also richtig cool, und wenn ihr alles gemeistert habt und alle Challenges abgeschlossen, alle Spezialforschungen, könnt ihr ein neues Pokémon in der Wildnis, ist dann also das Flunschlick, das Galar-Flunschlick. Und ihr habt erste andere Galar-Pokémon aus 7-Kilometer-Eiern hier. Mauzi, Zickzacks, Flunschlick und Flampion. Das müsste der, glaube ich, sein. Also, keine Ahnung. Das geht bis zum 8. Juni insgesamt alles. Ihr seht also den ganzen Mai durch, die ganzen Sachen. Und dann hier nochmal die Throwback-Challenge insgesamt. Hier sind noch Chips, ne? Die muss ich mir besorgen. Finde ich richtig genial, wenn man denkt, ja, Pokémon wird langweilig oder es ist alles tot, dann hauen die wieder die Sachen raus, eins nach dem anderen, da kommt man gar nicht hinterher. Mal gucken, viele beschweren sich immer, dass das alles zu leicht ist. Mal gucken, wie lange man braucht jetzt, um die Spezialforschungen immer abzuschließen, ob das ganz chillig ist in der einen Woche. Ich will ja auch immer jeden Tag ein Kapitel machen. Wenn es jetzt natürlich 20 Kapitel sind, dann bräuchte ich ja 20 Tage, dann geht das nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Shinies, ich freue mich auf die Pikachus, ich freue mich auf die Spezialforschungen, die 7er Eier nimmt man nebenbei mit. Schreibt ihr mal rein, was eure Lieblingsregion ist. Kanto, Johto, Sinnoh oder Höhen? Das würde mich interessieren. Meine ist immer noch Kanto natürlich, ihr wisst, Generation 1. Da stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp, Bruder. Das war es aber jetzt von unserer Seite aus. Habt ihr heute auch schon Darkrai gemacht? Habt ihr ein Shiny Darkrai bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was ist euer bestes Darkrai? Oder mit was kämpft ihr? Habt ihr auch die dicke Knubbelnase? Schreibt es mal rein, ne?
Nein, den Rest verkneife ich mir. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses und der Ditschen. Und der Confi Ditschen. Jetzt ganz neu. Checkt das aus, den Merch von die Confi. Was das ist, werdet ihr noch erfahren. Da müssen wir nämlich noch was testen. Ich sag nur Vogel schießen, Bruder.